Guten Tag, liebe Freunde der Galerie Gustav von Hirschheid. Ich freue mich, Ihnen heute den Fotografen Michael Flesterer zum Künstlergespräch vorstellen zu dürfen. Michael, wir haben heute deine neuen Fotos oder relativ neuen Fotos von deiner letzten Reise. Was war denn das Reiseziel? Ja, das Reiseziel war Amerika, genauer gesagt Kalifornien. Und ich war im letzten Herbst da in Death Valley. Das ist ja ein bekanntes Wüstengebiet, das zum Teil in Kalifornien und zum Teil in Nevada liegt. Und es ist der heißeste Punkt der Erde. Und die Freunde von Autos wird es auch interessieren, weil das eine Autoteststrecke ist, weil da ist es so heiß, wie es eben normalerweise selbst im Sommer hier in Europa oder auch in Amerika nie wird. Und da wird getestet, ob die Autos das aushalten. Mhm. Und worin besteht jetzt der besondere Reiz der Wüste sowohl als Naturereignis, sage ich mal, als auch für dich als Fotografen? Also das Interessante an der Wüste ist natürlich die Weite der Landschaft. Das ist ja ein besonderes Gefühl, was man aus Europa gar nicht kennt. Also wenn wir hier irgendwo ins Freie treten, dann sind wir ja ganz schnell wieder in einer anderen Stadt. Wir treffen auf eine Straße oder wir treffen auf einen Baum oder irgendwas. Aber dort trifft man eben unter Umständen den ganzen Tag auf gar niemanden. Es ist einfach weit. Die Landschaft ist riesengroß, beeindruckend. Der Himmel ist riesengroß. Das gibt es eben anderswo nicht. Das ist eben das Besondere da. Und bei der Wüste kommt noch zusätzlich hinzu, dass es natürlich ein Ort ist, wo es sehr ruhig ist. Also man hört keine störenden Geräusche, es ist hier reine Natur. Und auch nachts ist es ein ungestörter Ort, weil es gibt keine Lichtquellen. Es gibt also ein Ort der Erholung auch. Ja, es gibt keine Lichtquellen, keine Stadt. Also man sieht plötzlich das Sternzelt über sich, was man hier gar nicht gewohnt ist. Ne? Weil hier hat man immer durch die Stadt sozusagen Abfalllicht. Irritationen. Was das natürliche Licht überstrahlt. Mhm. Und das macht das natürlich interessant. Würdest du sagen, dass die Wüste ein Ort fernab der Zivilisation ist, also speziell diese Wüste auch? Wir reden jetzt. Es ist relativ. Also mein Kopf von Los Angeles da innerhalb eines Tages hin. Also es ist nicht wirklich völlig weg von der Zivilisation, aber es ist andererseits natürlich ein Ort, wo eben auch nur ganz wenige Menschen zum Beispiel wohnen. Also es ist doch ein Raum, wo die Natur größtenteils noch mit sich alleine ist. Also die Wüste ist auch nicht leer. Es gibt natürlich, man sieht es auch auf den Bildern, es gibt natürlich Vegetation, es gibt auch Tiere. Also das ist schon ein ganz besonderes Naturerlebnis, ein Raumerlebnis. Und genau das ist ja das Thema deiner Fotografie. Genau. Und du zeigst Panoramen. Was ist ein Panorama? Also fotografisch gesehen. Ich wollte noch mal sagen, ich bin deswegen auf die Idee gekommen, da Panoramen zu machen, weil das einfach die einzige Möglichkeit ist, um diese Weite einzufangen. Panoramen, das ist gar nicht so genau definiert, aber ich sage es mal jetzt salopp, ein Bild, was sehr viel breiter ist als hoch. Worum es beim Panorama ging, ist eigentlich schon seit seiner Erfindung, das hat ein Schotte, hat das Rundpanorama, das ist eine besondere Form des Panoramas, erfunden 1787, ging es darum, für den Zuschauer oder den Betrachter ein möglichst hohes Maß an Realismus zu haben. Also man wollte jemanden versetzen sozusagen in ein fernes Land oder in ein fernes Ereignis und wollte diese Erfahrung möglichst realistisch gestalten, dadurch, dass man eben sozusagen umgeben von dem Bild ist und in das Bild eintauchen kann. Also das ist ja jetzt so ein bisschen die Historie des Panoramas. Jetzt würde ich gerne noch wissen, was ist das Wesen des Panoramas? Also das Wesen des Panoramas ist eben, dass man das Gefühl hat, an einem anderen Ort zu sein, ohne dass man persönlich sich wegbewegen muss. Mhm. Also die Panoramen sind Phänomene der Großstädte, also in Paris und auch in London zum Beispiel oder auch in Hamburg gab es diese typischen Rundbauten, wo diese Rundbilder drin waren, diese Großbilder, also die sind
zwei Stockwerke hoch, also wirklich sehr groß. Und das war geradezu eine Mode, also so um die 1830 war so der erste Höhepunkt. Da ist man also da hingegangen und hat sich dann diese Sachen angeguckt und man hat sogar noch versucht, die Distanz zwischen Zuschauer und dem Bild dadurch aufzuheben, dass man in den Raum dazwischen noch sozusagen Kulissen aufgebaut hat. Die Franzosen sagen dazu faux terrain, also eine falsche Erde, eine falsche Wirklichkeit. Mhm. Das hat man versucht, die Distanz also noch kleiner zu machen. Und mit dem Aufkommen der Fotografie 1839 ist das Interesse ein bisschen erlahmt beim großen Publikum. Und erst nach dem Krieg 70-71 ist das Interesse wieder neu gewachsen, weil man dann Interesse hatten an berühmten Schlachten, an patriotischen Inhalten. Und dann hatte man das dann schon so weit professionalisiert, dass es quasi Normmaße gab für den Panoramen und man konnte also diese Brundbilder austauschen zwischen verschiedenen Städten und die auf Tour schicken sozusagen. Mhm. Und welche Beziehung besteht nun zur Fotografie? Ja, die Beziehung zur Fotografie ist ganz einfach und ganz interessant. Einer der vier Erfinder der Fotografie, der Franzose Daguerre, hat selbst so ein Panorama betrieben. Und der war von Beruf eigentlich Bühnenmaler. Was heißt betrieben? Besitzer von so einem Etablissement. Ja, okay. Und hat auch die Bilder dazu gestaltet. Und er hat auch versucht, den Realismus dadurch noch zu steigern, dass in den Dächern von seinen Panoramen Klappen und Fenster waren, sodass man die Bilder also auch noch beleuchten konnte. Und das ist ja die Zeit der Romantik. Also hat er dann auch gerne so Bilder gemalt, also die Ruine im Mondschein und so weiter und hat das entsprechend illusionistisch ausgeleuchtet. Und er hat gesucht sozusagen noch nach einem Mehr an Realismus und hat sich deswegen mit der Fotografie beschäftigt und hat sie danach auch mit erfunden. Mhm. Und wie kann man jetzt auch als Laie das sich vorstellen? Wie stellst du so ein Panorama her? Also früher hat man das klassischerweise mit speziellen Kameras gemacht, die in der Lage waren, ganz lange Filmstreifen zu belichten. Mhm, ja. Aber das ist natürlich heutzutage zu aufwendig und es gibt auch gar nicht mehr die Gerätschaften, um sowas nachher dann weiter zu verarbeiten. Und heute macht man das elektronisch natürlich mit einer digitalen Kamera, wobei die Bilder hier nicht mit einem Knips sozusagen aufgenommen sind, sondern die sind vielen Einzelbildern zusammengestellt. Mhm. Also ein Bild besteht also ungefähr so aus 8 bis 15 Einzelbildern. Aber ich bin erstaunt, dass man das nicht sieht, eine Einheit ist, so als wäre es mit einem Knips aufgenommen. Ja. Also das Prinzip ist, dass die Bilder eine ganz starke Überlappung haben, also benachbarte Bilder sind sehr stark überlappt und dann kann man das sozusagen übereinander legen und aneinander anpassen und hat dann die Illusion eines durchgehenden Bildes. Die Bilder sind auch ziemlich groß, also sie haben ungefähr so 500 Megabyte an Größe, also es ist auch ziemlich, braucht viel Platz auf der Festplatte, aber es ging mir ja auch darum, genau diesen Kern, was ich schon vorhin gesagt habe, also den man auch vom Panorama historischerweise kennt, nämlich diesen Hyperrealismus, auch einfangen. Also wenn man jetzt nah rantritt, dann kann man wirklich Details sehen, die unglaublich sind. Man könnte sogar mit der Lupe gucken und auf dem Ausdruck geht sogar noch ein Stück von der theoretisch vorhandenen Auflösung verloren, weil es ja eine Verkleinerung ist. Das heißt, wenn ich das jetzt auf eine ganze Hauswand ausdehnen würde, würde man noch mehr Details sehen. Also ich kann vielleicht auch eine Anekdote sagen, ich habe ein Bild gemacht und zu einer Straße, die so bis zum Horizont geht, und weil ich das interessant fand. Und als ich zu Hause dann mir die Bilder in Ruhe angeguckt habe, habe ich festgestellt, dass sozusagen kurz vorm Horizont ein Auto auf dem Bild ist, was mir überhaupt gar nicht aufgefallen ist, als ich das Bild gemacht habe. Also das heißt, die Kamera sieht noch mehr, als das menschliche Auge dann sehen kann. Also das ist schon faszinierend. Das ist eben vielleicht ein bisschen noch spaßig zu erzählen.
Und wie gesagt, also der Hyperrealismus, das ist das, was mich dazu geführt hat, eben diese vielen Einzelfotos zu machen mit der entsprechend hohen Auflösung. Jetzt kommen wir zu unserer Schlussfrage. Ja. Was ist denn dein nächstes Projekt? Du hast doch sicher schon was in Arbeit. Ja, also es ist so, ich bin ja auch immer der Streetfotografie und der Reportage, die liegt mir ja auch immer sehr am Herzen. Und normalerweise ist es ja so, dass man von den Fotografen immer nur ihre Werke sieht, Das ist ja wahr, ja. aber selten eben denjenigen, der das Ja. Werk macht. Also es hat natürlich einige Fotografen gegeben, die auch Selbstporträts gemacht haben, übrigens auch Daguerre. Aber selten haben sie sich damit intensiv beschäftigt, also mit sich selbst. Das ist eigentlich eher ein Thema, was in der Malerei größere Das Bedeutung heißt, hat. du wirst jetzt die Fotografen Jetzt, fotografieren? ja, genau, jetzt kommt, jetzt genau, ich komme jetzt zurück auf die eigentliche Frage. Ich will die Fotografen fotografieren und das ist natürlich ein Prozess, der über eine längere Zeit geht, weil man muss ja auch erst die Gelegenheit haben. Also da arbeite ich jetzt schon seit 2 Jahren dran. Die müssen Und natürlich das auch wollen, nicht? genau, Das und das wird das ist, nächste ja, Projekt jedenfalls weil wir sein. haben ja jetzt den Datenschutz. Die Fotografen zu Ja, fotografieren. Das ist aber in dem genau. Fall kein Problem, weil Fotografen sind ja Leute der Zeitgeschichte und die darf man fotografieren. Die müssen es leider Okay, hinnehmen, ne? Gott sei Dank. Ja, Ja. es war sehr nett. Vielen Dank. Ich bedanke mich für das Gespräch Ja, ich danke dir auch. und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.